Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr Banausen. In Packwitz wurden wir des Öfteren gefragt, wo wir unsere Trikots haben erstellen lassen. Und da die Antwort dahingehend immer die gleiche ist, und zwar ovayo.de. Ich glaube, ich muss es als Werbung kennzeichnen, obwohl ich kein Geld oder irgendwelche sonstigen Sachen bekomme. Dieses Video ist ein Werbevideo für ovayo. Wir bekommen es aber nicht bezahlt oder gesponsert oder irgendwas. Ja, nur mal so zur Information, weil, ne? Genau. Safe Call. Ist so. Und ja, darauf aufmerksam geworden, einfach Google Trikot selbst gestalten, ovayo. Also die Jungs haben wohl eine ganz gute Suchmaschinenoptimierung am Start, und da unsere Sportart ja irgendwie mit so einem Brustschutz versehen ist, jetzt mal ganz vorsichtig, dachte ich mir, Eishockey haut ganz gut hin, weil Fußball ist nicht, Laufen, Handball mit so einem runden Ding da, ist auch nicht so, wa? Oder Basket und Radsport, also Eishockey. So, da habe ich mir dann den 3D-Konfigurator mal angeguckt, und da bin ich schon das erste Mal komplett in Ohnmacht gefallen, als ich sah, was man hier alles so machen kann. Also, hallo? Aha. Drehen. So, dann habe ich hier unten gesehen, dass einfach mal ab 10 Stück sollte hier irgendwie 45 Euro kosten. Dann war ich ja komplett tilt. Ja, und dann hast du hier erstmal leichte Vorgaben, die du verwenden kannst. Und wie ihr ja auch seht, ist das irgendwie blau-weiß. Was für ein Zufall. Ja, und da kann man denn sich die Vor-, also dieses eigentliche Styling auswählen, wie man es doch gerne möchte. Und das Witzige ist, man kann einfach mal alle Farben ändern. Kragen, Bündchen, dann diese Style-Farben komplett austauschen. Also wer diese Software für ovayo programmiert hat, also der hat wirklich einen harten Preis verdient, und ich hoffe, der ist einfach mal Millionär, der Boy, weil guckt euch doch mal diese Scheiße hier an. Das ist aber unwahrscheinlich. Gut, suchen wir uns mal ein Hemdchen aus. Sag mal hier, ne, das ist nicht ganz so Kiesgruben-Junkie-Style, weil das ist wirklich ein Video für euch, und ja, das ist doch schon mal recht ansprechend hier, oder? Das können wir erstmal so lassen, so, dann werden wir uns mal die Farben suchen. Hauptfarbe, ne? Diese Royal Blue hier. Da kann man zum Beispiel, ja, ne? Schön variieren. Also ich meine, wer spätestens nicht jetzt schon komplett getiltet ist, das ist einfach nur wunderschön. Zweitfarbe Gelb. Oder irgendwas anderes hier. Ne? Irgendeine Komplementärfarbe rausgesucht, dann kann man hier den Text eingeben, muss man nicht, werden wir mal tun. Gebe ich mal Mike ein, hab den dann mal da so positioniert, dann kann man den hier aufzoomen und kopieren, geht recht einfach. Löschen muss man, glaube ich, unter irgendwo anders machen. Ne, warte mal, das ist hier unten dran. Da. Genau. Sieht aber eigenartig aus. Die Schriftart könnt ihr hier wählen, aber naja. Ne? Wer es braucht, also das bekommt man schöner hin. Werde ich euch auch gleich mal zeigen. Wir haben mal auch löschende Teil. So, Text, dann Logos einfügen. Da gibt es hier eine Bibliothek, die ihr euch auffüllen könnt. Und erstmal erstellen, und da öffne ich mein Grafikprogramm, habe dann hier einfach mal random irgendwas erstellt, hier irgendwelche Sternchen, da gehen wir mal auf Magenta beziehungsweise halb lila, und hier mal gelbe Sternchen,
Dann KGJ machen wir mal in einem schicken, auch Lila. Und Mike machen wir mal in, ja, hoch hier. So, wie bekomme ich jetzt diese Grafiken da rein? Ganz einfach. Die Grafiken im Grafikprogramm jeweils als PNG speichern. Kurz noch machen. Weil dann ist der Hintergrund, also sprich, entweder als GIF, ne? Oder als PNG, aber ich rate zu PNG. Dann einfach mal kurz mal speichern. Ich hoffe, dass ihr jetzt hier nicht gleich tot umfallt. Aber wir speichern es mal in den Ordner Toxic. Eins. So, dann holen wir uns jetzt mal den hier. Zwei. Ah, speichert schon schön. So, dann mal irgendein random Name. Ich weiß ja nicht, was das ist für ein Boy. Drei. Und KGJ. Vier. So, jetzt haben wir die erstmal hinterlegt und jetzt lade ich mir diese ganzen Logos ins Ovaio rein. So, dann noch eins. Nehmen wir mal dasselbe. Mein Name. KJ. So, jetzt haben wir erstmal uns was angelegt. Jetzt können wir hier zweimal draufklicken und dann kann man das schon mal setzen. Ja, und schon mal vergrößern. Ist jetzt so richtig nicht die richtige Farbe, ist klar, ne? Also das ist einfach nur mal random. So, und guck mal, da ist das Teil schon drauf, ne? So. So, dann zweiter Logo. Holen wir uns Mike. Klatschen wir mal hier drauf. Nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Gut. Dann noch eins. Nehmen wir mal. Nein, das hatten wir schon. Mist. Neues Logo. Den Stern. Den ziehen wir mal hier auf. Und den anderen Stern. Soll ja gut aussehen, ne? Den gelben. So, können wir mal hier mal schön was aufziehen. So. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Also ist jetzt nur mal so als Beispiel, ja. Dann kann man zum Beispiel auch den Arm. Da kann man auch was machen. Sagen wir mal KGJ auf den Arm ziehen. KGJ auf den Arm ziehen. Okay. So. Schaut mal. Könnt ihr euer Logo auf den Arm bauen? Und es richtet sich automatisch auch mittig aus mit so einer Hilfslinie, ne? So, dann. Also, ne, also ihr könnt das Ding komplett zuballern mit euren Sachen. Und wer das Hemd gesehen hat von Toxic Time, das war auch bei Ovaio gebaut. Und genau, immer auf ein neues Logo drücken, dann kann man ein neues einbauen, ne? Das ist jetzt wirklich nur ein random Beispiel. Aber ich denke mal, das hilft euch zum Verständnis, sag mal, was man mit dem Teil hier so alles machen kann. Das ist wirklich unbegreiflich. Also wer sich das ausgedacht hat, wirklich geil. So, und
und so kann man das Teil immer weiter zusammen und eben auch neue Logos, Markenlogos vielleicht, aber übertreibt es nicht, ne? Holt euch die Erlaubnis von dem Markeninhaber, ist ja klar. Ja, und am Ende, ne, in den Warenkorb. Und da könnt ihr dann sozusagen erstmal eine Vorauswahl treffen. Sag ich mal, ihr braucht 30 Shirts. Dann die Größen festlegen. Ne? Dann habt ihr eben hier in der XSS, ne? Ihr habt da alle Größen. Na, guck mal. Der geht hier einfach mal bis 5XL. Ne? Also sozusagen L habt ihr eben 5, ne? Und so weiter. M 5 und XL 5. Ja, eben random. Ne? So, und irgendwann habt ihr dann eine Menge und dann speichern. Und dann habt ihr das im Warenkorb und dann geht's ans Bestellen. Ne? Und das ist dann eben das Übliche mit dem Warenkorb, ne? Und so weiter. Das habt ihr denn alles, das spiele ich jetzt nicht durch, aber so viel zu Ovayo und wie erstelle ich ein Trikot. Lasst euch vielleicht die Grafiken von einer Werbeagentur erstellen, die euch aushändigen als PNG und dann ist es gut, ne? Also dann klappt das eigentlich. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.